Moin und damit willkommen in dem nächsten Video zu Zelda Tears of the Kingdom. Ich dachte, ich mache jetzt mal so eine kleine Reihe an Videos, wie man diverse Bossgegner am besten besiegen kann. Und ihr habt es gerade direkt zu Anfang schon gesehen, es geht diesmal um den Gigama. Im Englischen heißt er außerdem Frox, was ich irgendwie ein bisschen passender eigentlich finde, weil es ist ja ein riesiger Frosch. Nun gut, fangen wir einfach mal an. Zu den Gigamas. Diese Kreaturen findet ihr nur im Untergrund und es gibt insgesamt die in drei verschiedenen Stärken, könnte man so sagen. Einmal den normalen Gigama, dann den nächststärkeren, das wäre der Kristall-Gigama und zu guter Letzt den Obsidian-Gigama, der stärkste ist. Alle drei droppen zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den Gigama-Riesenzahn, Nagel und auch die Herzen und noch so ein paar andere Sachen. Und je nachdem, was ihr tatsächlich gerade benötigt, vor allem wenn ihr eure Rüstung upgraden wollt, müsst ihr halt dann diese Kreaturen besiegen. Oft halt mehrmals, da, wie gesagt, fürs Upgrade oft mehrere Teile benötigt werden. Jo, ich habe ja euch ja schon gesagt, sie befinden sich alle im Untergrund. Man kann jetzt runtergehen und einfach rumlaufen, bis man diese Kreaturen sieht. Sie sind ja schön groß, man kann sie gut erkennen. Oder ihr nutzt diverse Tools, die euch direkt den genauen Standort dieser Kreatur zeigen. Ich nutze dafür die von Zelda Maps eine Karte, die hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal in einem Video gezeigt und ich zeige sie jetzt euch auch nochmal. So, das wäre jetzt von Zelda Maps die Karte. Wir befinden uns jetzt hier gerade noch im Obergrund. Switchen wir einmal die Karte auf zum Untergrund. Jetzt sieht man noch nicht so wirklich was, aber ihr habt ja hier an der Seite ein Tool, wo ihr auch euch einblenden könnt, was ihr tatsächlich haben wollt. Und ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt, im Englischen heißt diese Kreaturen Frogs. Und wenn ich die mir jetzt einblenden lasse, sehe ich tatsächlich ganz genau, wo sich diese Gigamas tatsächlich auf der Karte genau befinden. Und dann könnt ihr jetzt einfach runtergehen in den Untergrund und dann findet ihr genau an der Stelle tatsächlich dann diese Kreaturen. Ne, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ne, sehen wir auch noch mal ganz genau mit dem Bild davon, welches wir gerade hier haben. Ne, oder wenn ich jetzt hier das anwähle, ist auch genau das gleiche. Gucken. Ha, hier haben wir zum Beispiel jetzt einen anderen, hier haben wir den Obsidian-Gigama, dem ist ein, ja, ein Bild, ist ein bisschen klein, aber könnt ihr sehen, dass er diese Zähne da dran hat, das ist quasi der stärkste von allen. Ja, und wirklich ziemlich praktisch, vor allem, wie gesagt, wenn ihr tatsächlich gezielt ein bestimmtes Item farmen wollt. So, aber jetzt erstmal ein bisschen zur Vorbereitung, um tatsächlich diesen Angriff anzugehen. So, einmal zurück zum Spiel. Ah, es regnet inzwischen, super Wetter hier. Genau, und zwar gehen wir jetzt einmal zu der Rüstung. Also ich trage tatsächlich dazu eine Rüstung, die den Angriff verstärkt. Und zwar jetzt hier die grimmige Gottheit-Rüstung, die ich auch schon komplett irgendwie geupgradet habe, zumindest auf dritte Stufe. Und tatsächlich, weil ihr wirklich stark sein müsst, ihr müsst auf den Gigama, der hat so Kristalle, die müsst ihr zerschlagen auf dem Rücken und Angriffskraft erhöht, ist schon ganz praktisch dazu. Des Weiteren ein Bogen. Werdet ihr nachher auch bei der Kampftaktik sehen, wieso ein Bogen sehr sinnvoll ist und möglichst, ja, also ihr müsst nicht tatsächlich wirklich stark sein in dem Fall, weil ihr tatsächlich damit nur was verschießen wollt. Aber ihr solltet ein wirklich gutes Schwert auswählen, was auch tatsächlich gut diese Kristalle zerschlagen könnt. Also ich habe ja jetzt hier dieses Masterschwert immer noch ausgewählt. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen verstärken und da was ran synthetisieren. Ja, oder ich kann tatsächlich hier zum Beispiel das hier benutzen. Das hat ja schon was dran. Nehmen wir auch mal das hier. Sieht auch ganz gut aus. Angriffskraft 48. Ja, also wie gesagt, rüstet euch als Angriffswaffe irgendwas aus, wo ihr mit Stein zerschlagen könnt. Beziehungsweise diese Kristallstücke. Genau. Jo, dann würde ich jetzt einfach mal in den Untergrund gehen zu einem Standort und euch da mal zeigen, wie tatsächlich die Taktik aussieht, um diesen Gigama möglichst, ja, sagen wir mal, einfach, effektiv, schnell, ne, also zu besiegen. Dann hören wir uns gleich wieder. So, wir befinden uns jetzt hier im Untergrund und ihr seht, da hinten ist schon der Gigama und ich synthetisiere eine Donnerblume an meinen Pfeil dran und ziele damit jetzt auf seinen Maul und
erzeuge dadurch eine Explosion in seinem Inneren, was ihn kurzzeitig K.O. gehen lässt. Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht zu nah dran steht, wenn er auf den Bauch fällt. Und dann könnt ihr ganz einfach über seinen Arm auf seinen Rücken klettern und dann mit eurer Waffe diese Kristalle auf seinem Rücken zerschlagen. Er richtet sich nach kurzer Zeit auf und schleudert einem in die Luft. Dann könnt ihr einfach euer Segel aufspannen und dann reißt er das Maul auf, wo ihr dann direkt die Chance habt, wieder mit einer Donnerblume am Pfeil reinzuschießen und ihm wieder K.O. gehen zu lassen. Oh. Ja, man sollte dann auch das Sonnensegel wieder aufmachen und nicht hinfallen. Aber ihr seht, er geht wieder K.O. Man kann wieder ganz einfach über den Arm auf seinen Rücken kommen und dann die nächsten Kristalle zerschlagen. So, darf ich den auch noch kaputt machen? Boah. Nee, anscheinend nicht. Okay, er schleudert einen wieder hoch und zeigt euch mal die zweite Schwachstelle und das wäre nämlich sein Auge. Da könnt ihr einfach so mit dem Pfeil drauf zielen. Müsst ihr halt ein bisschen genau zielen. Zack, getroffen. Ja, und dann wieder ein Stückchen weg und er geht wieder K.O. Ja, und dann einfach wieder auf seinen Rücken klettern mit eurer Waffe, die Kristalle zerschlagen, die noch da sind und gucken, kriege ich den auch noch kaputt, bevor er wieder, ja, bekomme ich hin. Und sobald ihr sämtliche Kristalle zerschlagen habt, habt ihr den Gigama besiegt. Jo. Und das war's dann. Falls ihr euch weitere Videos wünscht zu den anderen Bossen oder vielleicht einen speziellen direkt irgendwie im Kopf habt, wo ihr ein Video für haben möchtet, schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich außerdem über ein Like freuen und lasst ein Abo für den Kanal da und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis denn, ciao!